Jingle bell, 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 bell. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom Adventskalender Türchen Nummer 18 zusammen mit dem Michael. Hey! Hey! Wir spielen heute die Prognose Erzgebirge Aue gegen Greuther Fürth. Das ist das letzte Spiel vor der Winterpause am Wochenende. Fürth hat jetzt letztes Wochenende 5-1 gegen Karlsruhe gewonnen. Sowas habe ich ja noch nie erlebt in meinem Leben, dass Fürth so hoch gewinnt. Ich bin gespannt. Gegen Aue wird es natürlich ein deutlich schwierigeres Spiel. Wir prognostizieren das Ganze. Ich bin Aue, du bist Fürth. Wird auf jeden Fall verrückt. Was ihr unbedingt machen müsst, ist rechts oben beim i bei Michael vorbeischauen. Der hat auch einen YouTube-Kanal, ist noch relativ klein, aber hat schon 135 Videos, also ziemlich heftig. Müsst ihr unbedingt mal vorbeischauen, lohnt sich. So Leute, wir starten die Prognose. Was tippst du echt? Aue, du bist ja eigentlich kein Fan so, ne? Von zweiter Liga, Bundesliga. Ja, doch Stuttgart. Echt Stuttgart? Ja. Krass. Ja, ich bin Schwabe, was sonst? Alter. Ich schätze 2-1 für Greuther. 2-1 für Greuther. Boah, ich hoffe es so. Ich hoffe, dass Greuther für den 2-1 packt. Ich wäre einverstanden mit deinem Tipp, bin ich dabei. Alter, meine Spieler sind halt. Mit Greuther ja, für das, das geht gar nicht hier. Für das viel, für das viel besser als Aue. Ich bitte dich. Ganz ehrlich, klar. Eine qualitativ ganz klar bessere Mannschaft ist Greuther Fürth hier auf jeden Fall. Oh, komm. Steh auf, Torwart. Jetzt. Und, jawohl. Okay. Mein Torwart ist noch schlechter als du. Und der Torwart ja, Brüchen ist auch richtig gut. Ah, da ist das 1-0 direkt. Kann man machen. Boah, was ist die Grieche denn daneben? Testron oder wie heißt der Typ? Was, wer ist das? Ja, ja. Hat der nicht mal bei Stuttgart, dieser Mudo? Verspielt! Oh. Jawohl! Mann, Burchert, du Affe, Alter. Alter, ich tun, ich hab Weltklasse verstellt. Da oben ist Platz. Warum spielt er denn nach unten, wenn ich nach oben ziehe? Aber da oben steht er immer noch. Oh, was hat das denn? Ich habe nur das Bild gesehen. Jawohl, da ist schon wieder Testroet oder so. Also jetzt geht schon mal unser Tipp beide nicht auf. 2-0. 25 Minuten gespielt. Die Lecks, die schmecken richtig. Aber das macht mir nichts aus hier. 2-0 schon. Ah, Bruder, dann kommt er zu spät. Beim letzten Stream lief's flüssiger. Aber es war auch ein bisschen eklig. Jetzt wird sich richtig konzentriert. Oh, was machst du denn die ganze Zeit für Fehlpässe? Nee, ich weiß es nicht. Abseits. Hallo, Herr Schiedsrichter. Oh! Er hat ihn getunnelt. 3-0. Videobeweis, bei VfB werden die Tore immer annulliert. Was hat der Torwart gut? Hat gar nichts gemacht. Was ist das für ein Spiel? 3-0 schon, lol. Der Tor, der Burchard hat nichts gemacht, ist auch stehen geblieben, wurde getunnelt, richtig hochgenommen, nice. Alter, komm, lauf! Nein! Ja. Jetzt muss die Grätsche. Jetzt muss die Grätsche sitzen! Ja! Jawoll! Oh, ZDM, Alter, der jetzt hatte nochmal ein Konter! Nochmal ein Konter! Jetzt Testrotet! Auf Nazarov, der hat auch schon ein Tor gemacht! Nazarov! Latte! Oh. Testrotet! Was? Nein! Jawoll! Das war gefühlt das schlechteste Tor, was ich je gesehen habe! Yes! Alter, dieser Block, Alter! Alter, das ist echt gefühlt. Wer waren die zwei Idioten auf der Linie, die den ersten blocken? Schmavrei, Alter. Oh, so ein guter Typ. 4-0 zur Halbzeit. Ich hab dir gesagt, ich krieg ne Klatsche. Ja, das stimmt, das hast du gesagt. Oh, keiner Junge, läuft. Alter. Ja, Bruder, er täuscht Laufweg an und bleibt stehen. Die ganzen Fehlpässe die ganze Zeit, ey. Digga, ich spiel schlechter als Manchester United. Ich brauche einen Rashford, der hat mehr Pace. Oh, 5! So, den Ding.
den Linksverteidiger erstmal auswechseln. Ja, das ist ein krasser Typ, der Wittek. Als ob 15-0, was ist das hier für ein Spiel? Das ist das erste Mal, dass ich so hoch gewinne im Adventskalender. Das wird wahrscheinlich, auch nicht mehr so passieren. Oh nein. Ja. Oh, oh was? Ja. Was für ein Arschloch! Er hat ihn einfach nochmal angeschossen. Oh, Claudio, ich bin vergraben. Und das ist wieder Hazard-Pie, Alter. Das ist mein Held, Bruder. Der hat alle Torschocks bisher verschwendet. Ja, Ehrentreffer. Muss. Nee, nee, bin ich gar nicht dabei. Kein Sprinttempo. Jawoll. Was machen meine? LOL! Hallo! Nein! Ja! Was? Ehrentreffer. Ich habe auf Wegschießen gedrückt und er hat einfach nichts. Guck dir das an. Jawoll. Oh, das hat er. Da kommt der Struelt wieder. Und. Den muss man verletzen. Oh! Oh. Das war natürlich mies. 6 Tore von Aue. Das hoffe ich natürlich in echt nicht. Das wäre dann schlimm. Würde ich meinen Schal verbrennen einfach. Ich konzentriere mich auf das nächste Spiel. Aussage im Karrieremodus Nummer 1. Ja, das verstellt du Affe, Alter. Geht gar nicht klar. 6-1, aber als ob, das ist ziemlich heftig, das Ergebnis. Wenn das nicht so ist, Alter, nee. Ich bin beim 2-1 führt, bin ich, also das ist krass. Okay, dann gehen wir jetzt rein in die Challenge. So Leute, damit starten wir rein in die Challenge. Wir machen das Ganze wieder per Zufall. Zufall per Online, das heißt, wir müssen durchscrollen. Du fängst an, oben bei Deutschland einmal durchzuscrollen. Let's go. Und ich sag Stopp. Oh, fake man. China. Aber mit K. China. Kauft man Merch. So, die Mannschaft auch mal durchmachen. Und Stopp. 2 Sterne. Tianjin. So, da kann es eigentlich nur noch besser werden. Ich scroll durch. Stopp. Nee, kann nicht besser werden. Lol, okay, let's go. Doch, kann noch besser werden. Stopp. Ja. Nein. Ein bisschen besser. Du hast noch einen guten Erwisch von denen. So, Leute, damit starten wir rein in unsere heutige Challenge. Das ist die Freistoß-Challenge. Du darfst anfangen. Jeder hat 10 Freistöße. Stellen wir aber auf Offensiv nochmal hier, dass man hier so Platz, ne? Weiß Bescheid. Ja, stimmt, muss ich auch nochmal. Sehr offensiv. Jeder hat 10 Freistöße. Wir hauen uns einfach gegenseitig um, kriegen wahrscheinlich 1000 rote Karten. Und ja, treffen keinen einzigen. Ich bin gespannt. Gibt gar keine Karte. Ja, keine Verwarnung. Ja. Hast du gesehen, wie das Stadion heißt? King Abdullah Stadium. Leute, wir machen heute mit Mauer verstellen, vergrößern, springen und Torwart verstellen, vergrößern, springen. Also heute ist alles dabei, was man sich nur wünschen kann. Ich bin absolut gespannt. Oh, er kommt, aber der Torwart hat ihn. So, das war dein erster, dann geht's jetzt bei mir weiter. So, Torwart verstellen, Mauer, alles mit dabei, wie gesagt. Und ein guter Freistoß ist gleich mit dabei, hoffe ich. Der erste jetzt für mich. Der erste am Tag. Oh, gar nicht so schlecht. Oh. Aber sie beide, alle drei sind schon aufs Tor gekommen. Ja, aber schon besser als erwartet. Ja. Blockmann. Ah, Mann, Alter, was für eine Scheiße! Boah! die fliegen so langsam, Alter. Ich frag mich, wie manche Leute. Warum kann man nicht einfach die alte Freistoßvariante wählen? Verstellst du den Torwart gar nicht? Ist ja langweilig. Mach mal hier irgendwas. Ja, stell ihn mal so, dass ich treffen kann. Ja. Oh fuck. Ja. Genau so wollte ich das haben. Jawohl. Scheiße. Nice. 3-3 Freistöße, 1-0. So ein guter Freistoß. Nee, das war natürlich jetzt. Das war natürlich jetzt unfair, aber ich dachte, du sollst ihn auch verstellen, das wollte ich. Dass du ihn halt so dumm verstellst, dafür kann ich auch nichts. Und jetzt muss da noch schnell, bevor du schießt. Oh, jawohl.
Oh, fuck. Scheiße. Nein, nein, mach doch die Mauer nicht klein. Das ist ja so getrickst. Nein, da kommt der Typ gerade an. Mann, ey, das gibt's nicht! Wie viel ist Mann. Das überhaupt jetzt? Keine Ahnung. Fünfter, glaube wahrscheinlich ich. Fünfter. Fünfte, weil du vier gelbe ja. hast. Vier rote. So, Leute, Halbzeit. Fünf Freistöße für dich. Vier für mich. Mein fünfter kommt jetzt. Gleich mal ein neues Spiel machen, weil ich zu viele rote Karten habe. Das ist ziemlich traurig. So zweimal nachkrätschen so. Ah, du bleibst ja, einmal stehen. Wieder nichts. Du hast noch keine rote Karte. Noch keine. Ich hab schon 20. Ja, die können alle nicht schießen. Nur der Typ kann schießen. Ja, wenigstens hast du schon einen. Ja, durch das Ultra-Luck. Alle vor den Strafraum! Bullshit, Alter. Alle vor dem Strafraum, ne? Der muss jetzt drin sein. Alter, geh in die Mauer. Schnell, 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 geh doch in die Mauer. Ja. Oh, so, jetzt kommt mein Sechster. Ich sehe ihn nicht mehr, er ist außerhalb meines Bildschirms. Ja, du. Fuck! Er steht auf jeden Fall richtig wieder. Schlecht. Da ist er wieder. Nein! Nein! Oh, ich hab mich verdrückt! Traded, weil dieses Ding einfach nur so rumwackelt. Jetzt bin ich gespannt. Oh, fuck. Ey, der kam eigentlich gut. Ja, aber ich stand halt genau da. Okay, neue Fitness. Ich kann den Ding da nicht halten, das kotzt mich gerade so an. Das wackelt mir zu viel rum, ich will das alte Freistoßprinzip. Fick dich doch, Mann! Das gibt's nicht! Ich muss die Führung endlich mal ausbauen! Warum treffen wir nie Freistöße? Oh mein Gott, schade. Das wäre so krass gewesen. So, jetzt kommt mein Achter. Dann haben wir beide 8 gemacht. Die Mauer ist echt eklig. Hast du ja auch Bock jetzt, dass ich den hier so springen und so? Den unter der Mauer durchmache? Was macht meine Mauer? Hilfe! Endlich! Oh, der war schön! Endlich, Alter! Endlich habe ich auch mal einen gemacht! Nee. Leicht curved. Endlich habe ich mal einen normalen Freistoß gemacht und dann ist der Sieg, wenn er denn kommt, auch verdient. Ach, Pick, er versteckt mich ja. Was war das denn für ein Versuch, Alter? Oh, fuck! Hast du den Freistoß gesehen? Zehnter, letzter Freistoß. Du kannst nur noch den Anschluss machen. Ah, schade. Keinen einzigen hast du. So, der letzte Freistoß, ein 3-0 würde eigentlich schon ziemlich schmecken. Dein Torwart macht Platz. Der will das Tor. Nee. Schade. 2-0 dennoch. Ich habe einmal Latte getroffen, einmal perfekt rein. Und einmal hast du mir ein bisschen Platz gemacht, was ich aber auch ziemlich sexuell anziehend fand. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder bei Türchen Nummer 19. Und dann schaut, wie gesagt, bei Michael nochmal vorbei. YouTube-Kanal, ne? Unbedingt, der ist verlinkt. Okay. Ganz, ganz krass. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Sagst du auch Tschüss? Tschüss.